alsnass. Und geht's? Schau mal. Moment der Wahrheit. Na? Wir werden halt nochmal raus, er schüttelt das Wasser raus. Aber bei mir geht einmal nichts. Der Akku ist voll, oder? Ja, der Akku ist voll. Alles grün. So. Was ist das Problem? Ja, das ist eine gute Frage, was das Problem ist. Das Radl geht aber nicht an. Insofern glaube ich, dass ich heute viel leiden werde. Ja. Ja, ab. Jetzt gehen wir erst einmal Berg runter. Unten ist schon raus, oder? Unten ist wieder besser, dann wird das schon trocken. Hauptsache, der Sattel geht rein. Abfahrbereit. Und es gibt nichts Blöder, so wie wenn du ein E-Bike hast und der Akku ist leer. Patrick, wie hab's gelaufen? Gut, tipptopp. Hervorragend. Ja. Der Hitte ist immer ein Traum. Schlafe ich immer wie ein Anser. Aber ihr habt das gestern noch vor dem Regen reingeschafft, oder? Gerade so. Wir sind angekommen und ja, bei den ersten Tropfen, wo wir drin waren, hat es dann zum Regen angefangen. Gell? Ja, perfektes Timing, hat ich gesagt. Ja, tipptopp gelaufen. Ja. Was steht halt an? Ja, jetzt fahren wir alle in die Eng. Über den Ahornboden rein und nachher werden wir auf die Lamsenhütte aufsteigen und hinten ins Hinterlau fahren. Was sagst du wieder für heute? Ist mir wurscht. Wie wurscht? Ja, wir haben da kein Internetempfang und wir könnten jetzt schauen, wie das Wetter wird. Wir könnten aber einfach auch losfahren und schauen, wie das Wetter wird. Ja. Ja, hat ganz schön abgekühlt, gell? Heute Nacht irgendwie. Es ist Herbst irgendwie. Ja, herbstelt. Ja. Schwitzt man nicht. Ja. Vom Vorteil. Weil ich muss halt voll schirmen. Genau. Am Bertel habt ihr gestern auch noch getroffen auf der Hütte, auf einen Schnapserl und einen Ratsch, oder? Nur auf den Ratsch. Also Schnapserl haben wir keins getrunken. Wir sind ein Sportler, er wollte mit uns trinken, wollte uns ausgeben, aber dann haben wir gesagt, Sport geht vor. Und dann haben wir ein kleines Wasser getrunken derweil. Oder? Ja, so ja. Genau so was. Genau. Passt, auf einen schönen Tag, oder? Freilich, den werden wir schon haben. Ja, passt nachher. Abwärts geht's sehr gut. Abwärts geht's, da läuft's. Welcome to my city, yes. Welcome to my town, oh, welcome to my country. So good to have you around, oh. Welcome to my people, yes. Welcome to my sound, oh, welcome to my family. So good to have you around, oh, no, no. Into the darkness, no, no, no. Darkness, no, no, no. To the darkness, no, no, no. Letzte Brücke, bevor es ganz runter geht in die Enge. Das hätte eine Abkürzung, gehen wir auch, oder? Ja, ja, wir sind natürlich da im Naturpark und es gibt da ausgewiesene Strecke für Radlfahrer. Das ist die, was wir jetzt da verwenden. Es wäre natürlich verlockend, jetzt da einen Trail zu fahren. Aber das sparen wir uns, weil wir wollen da einfach einen ordentlichen Auftritt hinlegen
Und ich denke, in so einer Region wie im Karwendel, das sollte man einfach wirklich jetzt ernst nehmen. Ja. Das heißt jetzt erstmal Downhill und unten wird es dann flach. Wie schaut es mit dem Akku aus? Super, mein Akku ist noch voll. Ja. Der hält durch und wird laufen. Und der Motor? Motor? Brauche ich jetzt noch nicht, das geht ja bergab. Nein, also ist noch nicht repariert, oder? Also nein. Okay. Bergab braucht es nicht. Und was ist jetzt Plan B, wenn es nicht geht? Plan B, ich habe einen guten Kollegen aus den Staaten, Mike Mather. Und der hat mir gesagt, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll, shit happens. Deal with it. Ja. Der war das mit dem Shit. Leiden! Leiden! Ich schind mich gern, das kriegen wir schon irgendwie drüber, das Radl, was ich muss. Yeah, 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 yeah. Schlecht wieder. Bah, yeah. Wir haben gute Klamotten. Bah, yeah, yeah. Ja. Yeah, bah, yeah. Can you see the light? Shining over our head now, look up. Can you see the message of the message that it spreads now, look up. Can you see the light shining over our head now? Kurz schauen, ob da irgendwo, weil er meint, dass da irgendein Kontakt ein Wasser gekriegt hat. Maschine läuft! Ah. Oh yeah! Auf. Oh yeah! Achso, so rum. Ja, yeah! Ein Problem war tatsächlich, dass jetzt kein Wasser drin war, aber die Kontakte die waren gerade ein kleines bisschen feucht. Und das kleine bisschen feucht das hat dann gelangt, dass es halt nicht angegangen ist. Ich habe jetzt mit dem Klopapier einfach die Kontakte nochmal abputzt, reingesteckt. Tipptopp. Auf alle Fälle war es halt feucht. Hey, das ist halt es ist eine Maschine, das ist wie ein Handy, wo du sagst, warum geht's jetzt nicht, wie ein Auto, der Anlasser spinnt. Nein, es kann halt, klar, ist eine Maschine, es kann passieren, dass irgendwas nicht geht. Ja, man muss sein Bike kennenlernen und ich sag so, das sind ja hochtechnische Geräte, da muss man sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen und das ist jetzt so eine typische Geschichte, oder? Jetzt musst du wissen, dass du halt eben nicht vor der Tür stehen lassen darfst und nicht im Regen, während du den Akku raustust. Das sind so Kleinigkeiten, wenn das warst, dann hat es sich eigentlich erledigt. Also, starten wir, oder?
An der Lamsenjoch-Hütte sind wir gestartet. Lamsenjoch, da runter, Fomperloch. Und dann alles überquert. Das ganze Tal entlang, Überschalljoch mit Überschallgeschwindigkeit, Hallangerhaus runter. Essen, trinken, die Runde über die Speckerspitze. Und dann ging es einmal komplett alles aus, Isar-Ursprung vorbei. Runter, aus, bis wir in Scharnitz angekommen sind. Und ab da übernimmt dann mein werter Kollege den Rückweg. Ja, im Prinzip, da haben wir noch die Radltour angefangen in Scharnitz. Da sind wir da das ganze Tal reingefahren bis ans Karwendelhaus. Haben da am Karwendelhaus die Radeln stehen lassen, haben nachher den höchsten Gipfel des Karwendels bestiegen. Das ist eben die Birkkar Spitze. Sind nachher wieder alle. Sind da hinten nachher abgestiegen und sind auf die superschöne Falkenhütte unter die Lalilerer Notwend da reingefahren. Sind nachher haben da genächtigt, sind am nächsten Tag da rausgefahren und über den Ahornboden wieder rein in die Eng. Und haben jetzt da die letzten Höhenmeter aufgemacht, Binsalm, Binsjoch, Lamsenjoch. Und nachher werden wir jetzt da rausrollen und nachher sind wir in Schwarz und haben quasi von Scharnitz nach Schwarz das Karwendel durchquert. Also wir sind ganz stolz, dass wir es geschafft haben. Manda, ein kurzes Resümee von dem ganzen Ding. Wir haben gesagt, das ist kein Jedermannstor. Ja, also man sollte sich solide vorbereiten. Und ich sage jetzt auch, auf dem rolligen Karwendelschotter, da muss man eine gewisse Fahrtechnik jetzt mit dem Radl schon mitbringen. Da empfiehlt es sich einfach, jetzt ein Fahrtechnik-Training zu machen, damit nachher auch der Spaß wirklich dabei ist. Oder? Also ich glaube, wer da einfach probiert, mit dem Radl sitzend da durchzurollen, der wird höchstwahrscheinlich einen Sturz kassieren. Und wer ein Fahrtechnik-Training macht und das Basics für so einen Schotterweg mitbringt, der wird da nachher richtig Spaß haben. Oder erschließt es ja der geführten Gruppe, oder? Ja, natürlich macht es Sinn, wenn man jetzt Anfänger ist, sich dem Komfort einer geführten Truppe anzuschließen. Akkumanagement nochmal, Patrick. Nicht nur auf Stufe High durchfahren, da werden wir nicht ans Ziel kommen, fürchte ich. Nein, also wie schon gesagt, also der Akkumanagement, das ist abhängig von mehreren Faktoren. Also wie viel wiegt das Bike, wie viel wiegt der Fahrer, das Gewicht spielt eine ganz große Rolle. Temperatur, Rollwiderstand wieder auf dem Karwendelschotter. Also das, man einfach eine defensive Planung und schauen, dass man so gut wie möglich aufladen kann. Ich habe jetzt die zwei Tage mit meinem Radl, das eigentlich zwei Akkus hat, mit ein bisschen Sparen eigentlich gut umgebracht. Aber bin auch defensiv gewesen. Und es gibt nichts blöder, so wie wenn du ein E-Bike hast und der Akku ist leer. Stimmt. Wenn der Akku leer ist, da gebe ich dir vollkommen recht, dann ist ein E-Bike plötzlich so schwer, wie es vorher auch ist, bloß dass man es dann mit eigener Muskelkraft schieben muss und nicht der Motor unterstützt, sondern man plötzlich selber der Motor ist. Und dann schiebt man halt einfach 22 Kilo am Bergen auf. Und das ist halt schon 22 Kilo schwer zum Schirmen. Ja. Du hast noch was gesagt, Patrick, Stichwort Sicherheit, weil du gesagt hast, Karwendel ist einfach schlecht abgedeckt mit Handynetz. Also da soll man sich auch darauf einstellen, das ist kein Spielplatz da. Ja, eben. Also eine solide Tourenplanung im Vorfeld und auch einen Zettel ausdrucken, eine Karte ausdrucken, wichtige Telefonnummern ausdrucken, Zugverbindungen checken, einfach auch im Vorfeld einen Plan A, B, C entwickeln und dann versuchen, den Plan A im Prinzip zu machen, aber halt eben auch auf B und C vorbereitet zu sein. Das macht es einfach aus. Also wer das macht, wer eine ordentliche Planung hat, der wird am Ende wirklich vergnüglich da eine Traversierung da vom Karwendel machen können. Und wer einfach da ohne Plan reinfährt, der wird nachher ohne Handynetz halt eher nicht so spontan reagieren können. Ne? Gestartet sind wir bei sommerlichen Temperaturen. Und das war super fein. Haben wir eine schöne, ruhige Südrunde gehabt. Viel genießen können in Ruhe. Und dann kommst du drüben, sobald du an einen Feldweg hinkommst, wo einfach mal leicht einen Zustieg erlangen kann ins Gebirg. Da kommen dann logischerweise mehr Leute ein, da wird es ein bisschen mehr Trubel, kann man nicht sagen, einfach mehr Leute, die unterwegs sind. Und jetzt sind wir im Herbst angekommen, ungefähr gefühlt, da würde ich sagen, 20 Grad kälter wie am Start. Ich sehe das auch, plötzlich langärmelig, lange Hosen. Das ist jetzt ein bisschen frischer, hat aber einen super schönen Charakter, wenn jetzt halt nicht einfach strahlenblauer Himmel, sondern die Nebelschwaden durchziehen. Das macht das Ganze ein bisschen geheimnisvoll, mag ich nicht sagen, aber hat ein bisschen was so von Herr der Ringe, finde ich total schön da herum. Das muss man auch nochmal betonen, ihr habt zwei, seid eigentlich
gute Bergprofis im Endeffekt. Das darf man nicht verwechseln mit einer Hausbergtour, sowas. Na, logischerweise ist das jetzt nicht eine Hausbergtour, wo ich sage, wenn ich, ist ja wurscht, wo wohnst, welcher Pinkel halt der deine ist, da kennst du aus, da weißt du alles, wie lang es ist, wo ich einen Notabstieg habe. Da muss ich mir im Vorfeld keine Gedanken machen, weil den kenne ich in- und auswendig. Und das ist halt was, das ist wild, das ist groß, das ist weit. Und ich habe kein Handynetz. Das muss man halt klar sein. Das, wenn man hier losgeht, zur Hallanger Hütten rüber, da hat man von oben vom Joch bis rüber kein Handyempfang. Und das sind halt 8 Stunden Gehstrecke, wo man kein Netz hat. Das ist halt schon lang und das muss man im Vorfeld alles mit einkalkulieren. Ja, also das Karwendel jetzt auch speziell eine Besteigung von der Brückkarspitze. Da muss man schon Trittsicherheit mitbringen, oder? Und es ist ausgesetzt und steil. Also es hat auch Potenzial für einen Absturz, das muss man auch dazu sagen. Ja. Das ist definitiv ein schwarzer Bergweg, oben ist es seilversichert. Ich sage, das ist jetzt so, da wird schon also ein ganzheitlicher Alpenradlfahrer und Bergsteiger eigentlich auch ein bisschen gefordert. Gell? Ja. Ich meine, wir waren jetzt, glaube ich, alle weit weg vom Limit. Aber es war schon so, dass wir am Abend auf der Hütte auch durchaus müde waren. Ja, wir sind um 7 ins Bett. Wir haben einen Kaffee getrunken, schnell was gegessen und um 7 waren wir im Bett. Wir waren die Ersten von der ganzen Hütte, die geschlafen haben. Ja, das mit dem Bauern, das funktioniert, gell? Ja, ja.